Microsoft hat sich gleich mehrere Wege einfallen lassen, wie man Personengruppen in Teams erwähnen kann. Und wie das geht, wie ich sogenannte Tags erstellen kann, wie ich Berechtigungen dafür setzen kann, wo ich sie einsetzen kann, alles nach dem Intro. Mein Name ist Kai Osthoff und wir gehen jetzt zusammen auf unsere Reise in die Tauchbasis nach Kroatien. Und dort wollen wir eine spezielle Personengruppe ansprechen, nämlich die Instruktoren. Und dass ich das eben nicht immer einzeln machen muss, also hier in einer Unterhaltung, nochmal, ich zeige es nochmal, Steuerung, Umschalt und X ist die Tastenkombination, um hier den Betreff einzufügen. Neuer Kurs am Samstag. Und wenn ich jetzt hier die Instruktoren erwähnen will, muss ich jetzt hier einzeln Lydia und dann die Megan mit dem Ad-Zeichen und dann wieder mit dem Ad-Zeichen die Lynn hier erwähnen. Total umständlich und aufwendig. Mir bleibt nur die Möglichkeit, hier unten rechts abschicken und dann alle einzeln zu erwähnen. Alle bekommen ihre Benachrichtigung in Teams und das ist ja irgendwie total aufwendig und langweilig irgendwie. Da gibt es ein besseres Feature, nämlich die Tags. Und die Tags kann ich hier in dem Team hier oben erstellen. Ich klicke auf Team verwalten oder hier unten auf Tags verwalten. Beide Wege führen zum gleichen Ziel. Ich nehme jetzt mal direkt die Tags verwalten und ich kann hier ein sogenanntes Tag erstellen, Kategorie erstellen und nenne sie Instructors und füge jetzt hier die einzelnen Personen hinzu. Eine reine Frauenmannschaft, Lynn, Megan und Lydia. So, erstellen. Und was wir jetzt haben, ist quasi eine Art Verteilergruppe, wie wir sie von E-Mails kennen. Und hier auch schon die kleine Warnung. Wenn diese Verteilergruppe zu groß oder zu unübersichtlich wird und ihr zu viele Leute reinpackt, dann schauen die Leute irgendwann aufgrund der vielen Erwähnungen nicht mehr in ihr Teams. Also setzt es sorgfältig ein. Gehen wir zurück. Wie setzen wir jetzt also dieses Tag Instructors ein? Wir vergleichen einfach mal. Wir können jetzt hier in Kurse hier unten in dieser Unterhaltung einfach Add Instructors eintippen. Quasi als würden wir einen Kanal erwähnen. Add den Kanalnamen Kurse oder auch Add Fun, nur für den Kanal, den die Personen benachrichtigt oder abonniert haben. Wie das mit den Benachrichtigungen geht, schaust du dir hier oben an in dem anderen Video, das ich schon mal zu dem Thema Benachrichtigungen gemacht habe. Wo kann ich noch diese Tags verwenden? Im Chat? Möglicherweise. Ich probiere es aus. Ich mache einen neuen Chat auf und tippe hier oben ein Add Instructors und schau mal, was passiert. Ja, tatsächlich findet der Chat das Tag aus der Teams-Gruppe, aus dem Teams Crazy Croatia. Prima. Das heißt, man sieht auch hier, die einzelnen Leute werden hinzugefügt und ich kann hier eine einzelne Nachricht verschicken für Lee. Okay. Nun noch etwas. Wenn ihr die Tags nicht zur Verfügung habt, liegt es daran, dass eure Admins diese Funktion vielleicht nicht freigeschalten haben. Also an die Admins wenden oder, falls ihr keine habt, natürlich an uns. Was können wir noch machen? Wir gehen noch mal kurz zurück in das Team, nämlich standardmäßig dürfen nur Teambesitzer Tags anlegen und verwalten. Wir gehen hier oben auf die Einstellungen und dann sieht man hier unten Tags. Hier können wir hinterlegen, wer denn jetzt Tags anlegen und verwalten kann. Teambesitzer oder auch die Mitglieder. Also, falls es spontan Wildwuchs in euren Teams gibt, liegt es vielleicht an dieser Einstellung. Und mehr bleibt mir zu dem Thema Tags nicht zu sagen. Funktioniert wie E-Mail-Verteilerlisten. Benachrichtigungsvideo anschauen, dann wird das mit den Benachrichtigungen auch klar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Achso, Abo, Abo, da unten nicht vergessen. Bis dann. Ciao.